herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2012, Folge 5, die Mitternachtsedition. Ist echt voll drauf, als ich gestern irgendwie mit dem Rendern nicht so richtig fertig werden wollte, weil der Computer mal wieder zu lange gebraucht hat, habe ich doch tatsächlich die Glotze angemacht. Und naja, was soll ich sagen? Da lief dann ein Film mit Jackie Chan, wie hieß der nochmal? City Hunter oder so, glaube ich. Der war voll lustig gewesen. Es war so eine Art Manga-Verfilmung oder so. Ja, war jedenfalls volle Möhre comic-mäßig. Ich habe mich sehr amüsiert. Und danach lief echt noch voll Rambo 1. Den habe ich bis jetzt bloß einmal gesehen vor ganz vielen Jahren. Ich weiß, das ist ein alter Schinken und jeder von euch hat den wahrscheinlich schon 1000 Mal gesehen oder so. Aber ich nicht und deswegen habe ich mir den nochmal angeguckt. Ich fand den echt lustig, weil er die ganze Zeit irgendwelchen Bullen den Arsch aufgerissen hat. Tja, das ist schon irgendwie 22 Uhr oder noch später. Nein, es müsste eigentlich fast Mitternacht gewesen sein. Just Be Sun-Film, der Motto doch schon ewig genug. Wie auch immer, jedenfalls als der Film vorbei war, da kam dann noch irgendeine Scheiße. Der Film war eigentlich voll langweilig, aber ich wollte dann noch wissen, wie es ausgeht. Irgendwie er hieß Sharpshooters oder so, glaube ich. Es handelte um zwei Scharfschützen. Also eigentlich bloß um einen und so, und so eine komische Frau. Die ist irgendwie in irgendeinem anderen Film mal die Mutti von irgendjemandem gewesen, aber fragt mich bloß nicht, in welchem Film. Hatte jedenfalls so blaue Augen und dunkle Haare und so, und der andere Typ, der hatte immer so einen 3-Tage-Bart und hat behauptet, dass er gerne Fische fangen will, aber das war eine Lüge. Ist ja auch egal. Fakt ist jedenfalls, ja, ich war dann bis 2 Uhr oder sowas noch wach gewesen und als ich dann heute nach Hause gekommen bin, da war ich so derbe müde, dass ich es echt nicht gepackt habe, noch dieses Video aufzunehmen. Also bis jetzt. Es ist 23.57 Uhr. Das ist immer noch irgendwie der 5. Das bedeutet, dass es auch immer noch Folge 5 ist. Nichtsdestotrotz, hier ist ein Fussel in meinem Messer. Es klemmt. Der Fussel ist hardcore. So. Ich werde jetzt meinen Weihnachtskalender öffnen. Jawohl. Ich habe die Lampe so gelassen, die ich jetzt habe. Ich bin ja irgendwie tatsächlich noch sehen. Also, Oma kann wohl die 5 sein. Toll, jetzt bin ich wieder. Bin ich wahrscheinlich nicht wissen, aber wo ist dieser Scheiß? Also, außerhalb des Kästchens eine Maus und innerhalb des Kästchens eine Maus. Und die Maus innen drin ist gebacken und die Maus außen hat keine Ohren mehr. Außerdem ist noch eine Miezekatze drin, die diese Maus gerne essen will. Dabei ist die Maus doch ein Plätzchen. Ich wusste gar nicht, dass Katzen Gebäck essen. Obwohl Katzen wahrscheinlich eine Menge Sachen essen. Andererseits, naja, hey, Mitternacht. Das bedeutet, es folgt der nahtlose Übergang
zu Freddy Krueger, Neuheit 5 pro 7, Weihnachtszeit 2012, Folge 6. Wow, zwei Stücken Schokolade hintereinander essen, davon bekommt man doch einen fetten Arsch. Tja. Gut, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, genau. Katzen, die wie Hunde aussehen und obendrein noch eine Hundehalsbänder umhaben, essen offensichtlich genauso alles wie Hunde. Scheiß Rambo. Ich hab's natürlich auch immer noch nicht geschafft. Ja, endlich mal. Schokolade, endlich mal neue Batterien für diese Kamera zu holen. Aber ich denke mal, es wird ausreichen, dass ich immer noch irgendwie Türchen Nummer 6 von diesem Weihnachtskalender öffnen kann, bevor sie abstürzt. Tja, ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür. Dann kann ich nachher beim Rennen nochmal eine Stunde schlafen. Jetzt habe ich echt den ganzen Tag nur gerastet. Da wollte ich eigentlich so viele andere Sachen machen. Also wichtigere Sachen. So. Jetzt habe ich die Ecke von meinem verdammten Weihnachtskalender fotografiert. Das wollte ich eigentlich. So. Also hier ist wieder der Weihnachtskalender, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und die Folge 6 hatten wir ja vorhin schon. Hey. Mal geht es knapp am Arsch von diesem Bengel hier vorbei, aber nur knapp. Dafür muss seine Hacke dran kommen. Das ist eine doppelt hohe Tür, die geht doppelt so schwer auf. Die ist doppelt so hoch, damit dieser scheißeartige Tannenzapfen da drin Platz findet. So. Und dahinter befindet sich ein Elch, der durchs Fenster guckt. Elch ist ein Monöder. So. Also diesmal keinen Arsch. Nur leichte Verstümmelungen. Sehr lustig. Fühlt sich bestimmt gut an auf der Zunge. Kreiznoppen. Diese Schokolade ist wieder massiv. Also ich habe jetzt leider keine Beweise, aber es fühlt sich so ein bisschen auf meiner Zunge so an, als ob diese Schokolade anders wäre als die anderen massiven Schokoladen. Vielleicht nur Halbmilchschokolade, keine Vollmilch. Ist auch egal. Freddy Krueger 91527, Weihnachtszeit 2012, die Mitternachtsedition. Folge 5 so spät wie noch nie, aber dafür Folge 6 so früh wie noch nie. Okay, das war's jetzt. Ich muss mich beeilen, dann kann ich mich nachher mal hinlegen.